Und damit welcome back, Freunde der filmreifen Unterhaltung, zum großen Finale von A Plague Tale: Innocence. Wir sind jetzt hier nochmal in der Stadt der Inquisition und jetzt wird Rache ausgeübt. Hier, die Melly ist schon mal vorgerannt. Sie hat richtig Bock drauf, eben die Fresse zu polieren. Und wir haben Hugo an unserer Seite, der das nächste Level erreicht hat und die Ratten jetzt noch besser kontrollieren kann und noch stärker ist. Seine mentale Kraft ist einfach unerschütterlich. Und dementsprechend gehen wir jetzt zu fünft hier ran. Ja, Arthur ist ja leider gestorben. Na? Das heißt, wir sind ein Mann weniger. Was ist los? Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly. Sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf. Oh, Melly, warte. Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Die Frau ist gerade richtig in Rage. Die kann man jetzt auch nicht mehr aufhalten. Vor allem ist sie so ein Charaktertyp, wenn sie sich einmal was in den Kopf setzt, dann zieht sie es durch. Ein kleiner Sturkopf, kleiner Bock. Ja, und das können wir jetzt, ja, einerseits ganz gut gebrauchen, weil sie jetzt durch ihre innere Wut... Vorsicht! ...natürlich den da zum Beispiel da vorne gleich ausschalten wird, richtig. Aber... vielleicht auch unüberlegt gewisse Sachen tut. Mal schauen, was passiert. Glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Vitalis weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch, wir wissen nicht mal, was in dieser verdammten Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt. Und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Und da waren wir nur noch zu dritt. So, Roderick. Erstmal hier ein bisschen Vorbereitungen machen. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Stuff. Gegen Ratten kämpfen wir gerade nicht. Feuer löschen. Okay, davon haben wir genug. Ratten anlocken. Na, ich warte noch. An sich habe ich ja jetzt erstmal bis auf das da unten von jedem eins. Gut, wir warten, bis er Stellung einnimmt mit dem Rücken zu uns. Und dann schicken wir den starken Schmiede Roderick. Na gut. Gut, bitte einmal wenden. Mach mal den Wendigo bitte. Roderick, auf geht's. Bist erledigt. Zeig, was in deinem Bizeps steckt. Jawohl, dreh ihm den Hals um. So muss das. Gut gemacht. Ja. Ich hab mich wohl etwas gehen lassen. Ja, das ist schon in Ordnung. Diese gut. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Okay, let's go. Hier mein Rattenloch. Hey, warum bebt ja. Die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Die Ratten also sind hier. Seht euch den Boden an. So, Hugo. Mach sie fertig. Bist du sicher? Ja, sie hören auf mich. Geil. Das macht Spaß. Wir haben die Kontrolle über die Ratten. So, hier ist noch ein bisschen Loot. Wir müssen natürlich jetzt alles mitnehmen, was geht. Ich habe nicht mehr viel.
Vor allem Werkzeug. Wäre ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Die Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, cool. Das will ich kurz lesen. Da sich die Kirche vermehrt mit Orden und Kulten konfrontiert sieht, bittet sie die Inquisition eindringlich, Ketzerei hart zu bestrafen und auszumerzen, indem sie gegen Dulcinianer, Fratizellen und Flagellanten vorgeht. Diese sind davon überzeugt, dass die Menschheit göttliche Strafe erfahren muss und stellen ihre Buße in Form von Selbstgeißelung offen öffentlich dar. Mit großen Peitschen ziehen sie durch die Straßen und fügen sich selbst furchtbare Wunden zu. Ironischerweise trugen die Flagellanten so zur Verbreitung der Pest von Dorf zu Dorf bei. Idioten! Was für Idioten! Okay, Los Ratos, Dios auf die Seitos. Was? Warum? Wieso hören sie denn jetzt nicht? Sind da andere Mächte im Spiel? Müssen aber dahin. Sie wollen nicht auf mich hören! Was ist mit ihnen? Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ah, ich kann wieder hier Ding machen. Ja, dann müssen sie weg. Dann müssen sie weg. Kann ich noch einen machen? Theo, aber ich brauche eigentlich hier was. Ja, obwohl wir warten ab, was wir genau brauchen dann. Ach, letztendlich. Schneller. Eben, ich brauche jetzt das hier löschen. Das Ding ist jetzt, ich hoffe, ich muss nicht immer die Ratten dann wieder auslöschen, um dann weiterzukommen. Diese. Stein. Laterne. Hugo. Können wir die Ratten die Treppen hoch bewegen? Schwierig. Mal weiter vor, ha? Huh? Geht nicht. Schweine. Verdammt. Amicia. Verdammt. Satz mit X. Das war wohl nix. Den da oben muss ich anderweitig ausschalten. Okay. Next 3. Warte mal, ja genau, davon brauchen wir jetzt ein paar. Erstmal zweites Reich. Okay. Boom. Laterne. Das ist noch nicht vorbei. Hugo. Schubst mich nicht! Dann das Schubst! Mann, wieso schubsten die mich? Achtung, wach! Niemand hat Nikolas seinen Angriff auf das Versteck. Wir machen sie kaputt. Vitalis hat niemanden aufgesucht, um nach ihm zu suchen. Ah, sehr gut. Vorbereitung läuft. Nicht schubsen bitte, Leute. Ah, warte, das ist eine falsche. Okay, down. Alright, weiter geht's. Gehen hinten rum. Ah, Roderick.
Roderick, kommst du? Kümmerst du dich um ihn? Geht das? Das will ich zweimal sagen. Wie er wieder umdreht. Roderick, was ist los mit dir? Ich muss den da oben erstmal. Ah, dammit. Komm zu den Ratten. Oh, Klose. Ah, kommt wieder darum. Okay. I don't like this. Alter, wie schnell er. Ach komm, geh schlafen. Geh schlafen. Salpeter. Gerade mein kostbarstes Gut. Okay, wir müssen uns ein bisschen umschauen. Okay, ich glaube, hier haben wir soweit erstmal alles. Platz da. Moment. Das will ich nur mitnehmen. Davon machen wir nochmal einen. Oder zwei. Okay. Zwei Wachen, eine für jedes. Es ist vor allem unnatürlich. Aber entweder das oder wir haben die Wache. Du bist erledigt. Das ist der Welt sein. Dann los. Gib ihm. Yes. Kleiner, du hast eine ganze Ratten. Alter. Roderick, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Machst du das, Roderick? Ja. Wow. Durch mit euch. Schnell. Ich danke dir, Roderick. Starker Mann. Okay, wir haben da oben einen Bogenschützen. Wenn ich den jetzt als erstes ausmerze. Die Ratten, sie wollen rauskommen. Wir holen die Ratten schon, keine Sorge. Ist da drüben, oder? Das Nest. Der Bogenschütze ist halt nervig. Okay, keiner hat's gecheckt. Hallo? Lass es smacken. Haben wir den da hinten? Ratten? Nicht mehr? Okay, Moment, mach ich den so. Hab keinen Helm. Bam. So, jetzt der Bogenschütze noch. Down. Okay, da drüben sind noch. Ah, da sind. Okay, cool. Das sind die anderen beiden, die haben es geschafft. Zeit zum Looten. Schnur habe ich genug. Ja, wir kommen gleich. Wir brauchen noch ein bisschen Stuff. Wir kommen sofort. Seh noch was? Hör zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Mach mal, mach mal. No problema. Okay, mehr Loot ist hier nicht. Dann ab. Ins. Was ist da noch? Ach, Steine. Ab ins Haus. Das passt. Da könnte ich jetzt auch noch einen machen. Brauche ich nicht. I don't need this. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Gut, dass wir den Schmied dabei haben. Dreckstück. Dir zeig ich's. Lass alles raus. Sie haben deinen Vater getötet. Roderick, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Hugo. Sie reagieren nicht. So, ja. Wie, was? Brauchen neue.
brauchen das. Wir brauchen das. Hab ich noch einen? Verdammt! Ach komm, die schlafen. Okay, verkackt. Das habe ich wieder ein bisschen verkackt. Wir brauchen neue Ratten. Eine Ladung neue Ratten, bitte. Hier unten tauchen nichts mehr. Wird gleich noch mehr holen. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Den würde ich jetzt mal schnell noch mit Schleuder. Bam. Dann. So, dann Hugo. Dann haben wir den schon mal weg. Dann brauchen wir. Lösche die Flamme von diese. Alter, wie schnell kommt der denn bitte an? Schlaf gut. Na, falsche. Oh, ich könnte so kotzen. Ach, der geht ja so nicht. Ich kann nochmal ausweichen. Er hat eh Fokus auf mich, sehr gut. Wir probieren es nochmal mit Löschen. Hugo? Hugo, geht es dir gut? Ja, ich denke okay. Schon. Lass es gut sein, Rodrik. Ein bisschen chaotisch, aber es geht schon. So, jetzt mach die Tür auf. Dieses Mal kommen wir rein. Scheiße! Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle. Alter, ein Mann, ein Wort. Gut, wir müssen ja mal durch. Aber schnell, sonst gibt's Rauchvergiftung. Nur Mut. Das zum Ende hin wäre natürlich fatal, wenn wir dann anhand einer Rauchvergiftung draufgehen. Kannst du das übernehmen? Ja. Die Decke stürzt gleich ein. Beruhige dich. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Hugo, du hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Wirklich? Ich lüge nie. Schneller! Wie mein Vater zu sagen pflegte, das Feuer macht den Schmied. Das muss der Ausgang sein. Ja, Rodrik hat einen guten Vater. Hat viel von seinem Vater gelernt. Nur einer, oder? Der ist für dich. Du wirst bezahlen. Mach du mal schnell Drecksarbeit. Gute Arbeit. Mach die Crap-Arbeit. Okay, wie könnten wir den? Den können wir eigentlich easy mit dem Stein rausnocken. Aufgepasst. Rückzug. Ja, was ist hier denn passiert? Wahrscheinlich bewachtet. Hey, was tust du da, hä? Da drüben, ich hab sie gefunden. Maul, Paul.
So, kommt einer mit Helm? Ohne Helm, sehr schön. Ich liebe diese No-Helm-Fraktion. Die mag ich am liebsten. Dem kann man am einfachsten spielen. Okay, wer ist das? Oh, hab Dank. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Gern geschehen. Hey, wartet. Lasst mal ein Like da und kommentiert. Gute Arbeit, Männer. So. Haltet die Augen auf. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Okay, machen wir gleich. Das machen wir gleich. Hier ist noch eine Werkbank, okay. Geht's denn da hin? Alter. Ist wegen einem Alkohol? Na gut. Kann man machen. Na, hier ist noch mal ein bisschen was. Wie Sanguis. So, das Ding können wir schieben. Wir haben einige Bogenschützen. Die uns wahrscheinlich hart penetrieren werden. So gefährlich. Werden. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Okay, wir müssen das mit dem Wagen machen. Okay, gut. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, oh nein. Ich helfe dir. Ich komm klar. Mach doch Held. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Aber Rodrik, du hast doch nicht viel Schutz. Wir treffen dich doch safe. Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Nein. Werden wir Rodrik jetzt auch noch verlieren? Ich meine, wenn ihn so ein Pfeil trifft, ich weiß nicht, er hat sich ein bisschen was angefressen, so ist es nicht. Vielleicht bleibt es an einem Fett stecken oder so, aber... Verdammt. Okay, ich muss mich da um die Soldaten vorne kümmern. Rodrik! Oh nein, du bist doch mittlerweile wie ein Bruder. Familie! Du bist Familie, du darfst nicht sterben. Schnauze, geht alle weg. Kein Bock, dass Rodrik jetzt hier drauf geht. Rodrik, lass den Karren los, bitte. Nein, wir brauchen ihn. Fallgitter zu erreichen. Ja, da hast du schon recht, aber du musst dich ja nicht opfern. Scheiße, Mann. Amicia, sie sind hinter uns. Ah, sie versuchen das Sandwich. Die Treppe erreicht. Los, schnell. Gut, dass die alle keine Helme tragen. Keine Sorge. Ich hab noch genug Steine, kleiner Mann. Oh Gott, schnell hinter den Karren. Rodrik, halte durch. Nicht sterben, Rodrik, nicht sterben. Ich brauch nur eine Pause. Gut so, Rodrik. Das war's. Komm her. Geh rein in den Karren, komm rüber, Mann. Komm einfach. Alter. Wir sind da. Ah. Spiel nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Rodrik. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Damn it. Hugo, los. Jetzt du. Nein! Wir helfen dir durch! Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße!
Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Rest in peace, Rodrik. Er hat seinen Frieden gefunden. Er ist der Held des Tages. Mistviecher! Mann, Mann, Mann! Wir sterben hier weg wie die Fliegen. Noch einer weniger. Wenn's blöd läuft, bis wir ankommen, sind wir dann nur noch zu zweit. Hugo und ich. Ja, die zwei, die boxen mir jetzt noch durch. Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Das passiert gerade wirklich. Das passiert gerade wirklich, ja. Sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. So, Leute, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Machen wir doch noch eine. Ja, ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst oder einen Kommentar verfasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lästigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.